Ja, wir sind im Dahmer Felsenland und ihr seht es hier, die Bären stehen schon da. Der Oberbär, komm mal her, auf dem Bärensteig. Der Peter, der Wolfgang und ich, wir wollen heute den Bärensteig laufen. Wie viele Kilometer, Wolfgang? 14. 13,5 steht hier, 6 Stunden. Gibt knapp 14,3 Kilometer. Schwierigkeitsgrad mittel. Und wenn ihr Lust habt, dürft ihr uns heute begleiten. In der Pfalzimmer, da am Felsenland. Also, los geht's. Packen wir's. Auf geht's. Doch relativ viel Wald. Ja, ist ja schon wie bei uns auch. Und die zwei. Weil da ist Qualität oberste Stelle gewesen. Ausgiebig über ihre Erfahrungen mit ihrem Arbeitgeber früher. Ja, ja. Okay. Einmal versucht hat er das. Also, weiter geht's, den Berg hoch. So, jetzt sind wir am Schuhfelsen. Warum das so heißt, weiß ich nicht genau. Wird sich noch zeigen. Vielleicht hat er die Form eines Schuhs. Aber wir sind ja hier im Schuhland. Also hier sind ja viele Unternehmen und der Wolfgang hat ja auch dort Handwerk gelernt, wie man Schuh herstellt. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier noch für eine Aussicht haben. Jetzt gehen wir hoch. So, super Blick, du. Stark, du. Wo ist dein Bessel? Jetzt, wie gesagt, Peter Salz. Herzlichen Dank. Und da sind Sie noch mal. Oh. Magst du auch Peter Salz, Peter? Der fällt ja alles weg. So. Gipfelschnaps. Jawohl. Jawohl, Jungs. Dann hast du verdient. Dann hast du auch ja. Jetzt geht es erst mal eine ganze Weile bei. Ja. Oh ja. Ein Bergpfirsich. Weihbergpfirsich, ja, das ist aber lecker. Thank you.
Abmarsch. Ab die Punta Grande. Jawohl. Toll, toll. Wolfgang, folge mir. Ich folge dir. So, das war der herrliche Ausblick von der Kanzel. Der Jüngstfels nennt er sich. Jüngstfels. Ich gehe gerade weiter mit Felsen. Wunderschön anzuschauen, diese schönen Felsen da im Pfälzerwald. Das Gehege, wo du dann eingesperrt wirst. Das Gehege. Hallo, wollen wir mal den Hege schauen. Das Gehege da. Ah. Ab geht's. Der Bärensteig. Wo? Jetzt kommt der Seilersteig, der nächste. Ja, nach dem Abstieg vom Jüngstberg sind wir jetzt in einem schönen, schattigen Waldstück. Es geht ziemlich eben weiter, aber der Wolfgang hat gerade gesagt, dass da vorne jetzt ein kleiner Abstieg kommt, mit Seil gesichert. Hochalpin nehme ich an. Bin mal gespannt. Und dann soll ja irgendwann soll ja diese erfrischende Pause kommen für mich oder für uns. Gut, die Brezel vom Wolfgang hat gut geschmeckt. Sein Pfirsich-Getränk war auch sehr angenehm. Und jetzt geht es weiter auf unserer Runde. Ein Seil. Nicht zum Aufhängen. Oh, das ist sehr kerlig. Hochalpines Gelände. Und drunter bist, kannst du schon unter Holz legen. Ja, das ist hochalpin. Hochalpin. Da sieht man mal wieder, wer Bergerfahrer ist. Ja, was gelernt ist, ist gelernt. Was glaubst du, wo wir in Adler hochgegangen sind? Ah, die Kiefer ist aber schön. Ein Prachtbild. Gerade gewachsen wie noch etwas. Jüngstberg. Klasse. Hier ist das Wasser. Bitte gießen. Und unseren Hausgärtner macht das jetzt geschwind. Jawohl. Und unseren Schwäbischen. Vom Pfälzer Rinderverein beauftragt zum Blumengießen. Ja, ja. Die müssen doch kurz gut ins Ei führen. Ja.
Der dürfte jederzeit wiederkommen, wenn er euch so weiterhin benimmt. Peter, der Jagdhüttengärtner. Der Mörder ist immer der Gärtner. Du weißt ja, jedes Pflänzle muss man pflegen. Ja, ja. Der Drachenfels. Die Hütte hat geschlossen, aber Wolfgang hat Beziehungen. Irgendwie hat er meine Beziehungen hier. Da sind sie, die Pfälzer. Der hat einfach, das ist einfach ein Service. Zum Wohle, weiß auch. Männer, ja. Männer, auf euer Wohl. Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl, Wolfgang. Schön, Wolfgang, vielen Dank. Gerne. Wolfgang, haben wir den Weg gefunden? Da gehen wir jetzt hoch. Okay. Ja, sieht schon ein bisschen steil aus. Ja, dann gehen wir ins Warme. Gehen wir ins Warme. In der Backofen. Ja, wunderbar. Durch diese hohle Gasse müssen wir kommen. Ja. Jetzt gut. Was sagen Sie zu dem Panorama hier? Super geil. Jetzt schwing kurz, nur noch, dass man sieht. Okay, jetzt mache ich das Foto, Moment. So wie er steht, ha? Peter, jetzt muss ich runtergehen. Ja, jetzt springen wir runter. Jetzt filme ich jetzt gerade. Ja, hast du ein Foto gemacht? Ja, klar.
Abstieg vom Mont Blanc. Gut, wunderbar. Wieder hinab vom Drachenfels. Der Regisseur hat wieder alles im Griff. Peter, kannst du mal hochklettern? Ich filme dich. Ja, gleich, mache ich sofort. Mein lieber Mann. Ja, kein Thema. Boah. Jetzt habe ich dich verpasst, jetzt bist du gerade wieder runtergekommen. Ja, so klingt es in mir drin. Gelenkig. Okay. Ich glaube, gelenkig sieht anders aus. Thank you.
nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Am Start auf der Tafel stand Bärensteig, 13,5 Kilometer, und in Rot mittelschwer. Gott sei Dank hat es heute im Wald immer Schatten und ein wenig Wind. Das ist sehr angenehm. Es ist insgesamt eine wunderschöne Tour. Sehr viele schöne Ausblicke. Also ich kann es nur jedem empfehlen, aber ihr solltet fit sein. Es geht ordentlich auf und ab. Da geht es jetzt wieder runter. Überall links und rechts geht es runter und irgendwo geht es halt auch wieder rauf. Also, jetzt warten wir mal, bis wir zum Ziel kommen. Es sind noch 3 Kilometer. Mal sehen, wie die sich noch entwickeln. Der Elvedritscher Rasierplatz mit Steckdose für den Rasierer. Das ist doch toll, oder? Ja, es hat schon Heidelbeeren, aber sie sind dieses Jahr ziemlich klein, zumindest hier. Dann sind wir an unserem Ziel angekommen, an unserem Startpunkt. Hier stehen unsere Autos. Hier steht der Wolfgang und der Peter. Peter. Wie hat es euch gefallen? Wir haben eine super Runde gehabt, einen super Tourguide gehabt, eine super Tour, die rausgesucht worden ist. Und einen schönen Tag zusammen haben wir gehabt. Das freut mich, dass es euch gefallen hat. Ja. Wolfgang, wir werden dich weiterempfehlen als bester Führer im Pfälzerwald. Du kriegst 5 Sterne. Tun mich nicht so weit empfehlen, sonst habe ich keine Zeit mehr für euch. Also, es war schön mit euch. Jetzt fahren wir wieder nach Hause, Peter. Genau, in aller Frische. Und dir wünschen wir alles Gute. Wir gucken, dass wir gut heimkommen, gell? Und wir sehen uns irgendwann wieder. Jawohl. Also, toll war's. Wolfgang, gut.